Ich sollte den Alarm ausschalten. Diese Espada ist nicht zu spaßen. Niemand glaubt an uns. Doch ich zweifelte nie an unseren Fähigkeiten, denn wahre Jaraner haben die Überzeugung, meine Vision zu sehen. Man sollte sie Messer nennen. In unseren Labors entwickelt. Und unsere Bauern züchten den veränderten Tabak auf unseren Feldern. Scheiße, was geht denn da, Opinga? Sie ist verdammt gut. Weißt du, wer unser Land verraten hat? Dein Boss. Napoleon ist der Schöne. Nein! Bitte! Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel! Hast du alles? Nein, aber es ist genug. Und er? Und er sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das
tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Wapa. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Eindringlinge! Soldaten am Boden! Eindringlinge! Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird uns am Arsch hängen. Scheiße. Truck. Zu leise. Gehen wir. Hier lang, na los. Bin dir auf den Fersen. Halt dich zurück, bleib bei mir, okay? Okay. Reiten ja. Wir. Vamos. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Na los.
ist doch gut gelaufen. Ja, ja! Okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Si, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie, 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärgruben-Scheiß. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich schwer zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon el Pequeño. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck rausgemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn er es nie zugeben würde. Jetzt wird Papa seine eigene kleine Revolution machen. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein. Schon gut. Ist ein gutes Training. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriero. Das Schwert und der Held! Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Er hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Warst du? Auf Erkundung? Blödsinn. Wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Entspann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist deine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Held. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los. Lass alles stehen und liegen. Mein Freund Dani Trejo ist in Yara, um uns zu helfen, aber das Militär verfolgt ihn. Dani Trejo. Wie der Machete, Dani Trejo. Wie der Trejo aus Heat. Wie Navajas aus Desperado. Ah, komm auch noch ab, Juan. Krieg dich wieder ein. Wir kennen uns schon ewig. Ich trinke ihn unter dem Tisch, seit er hier ist. Eigentlich trinkt er nicht, aber das ist egal. Er ist jetzt hier. Nicht, dass ich dir auch nur ein Wort glaube, aber wenn ihr so gute Freunde seid... Warum hilfst du ihm denn nicht?
Weil zwei Dannys besser als ein Danny sind. Es ist perfekt. Er ist auf der Krokodilfarm Rey del Diente in Barrial. Beeil dich! Clara, ich habe die Monteros getroffen. Wie ist es gelaufen? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Einer von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal. Okay, Danny. Pass gut auf dich auf. Ehrlich gesagt, ich spreche kein Hundisch, amigo. Den Abzug betätigen können. Naja, du hast bestimmt immer Hunger, was? Vielleicht magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Mit was? Dem Lager? Ich will große Dinge, Mann. Ich will eine Disco. Ich will einen Pool mit Bar. Bring mir Material. Oye, guerrillero. Sieh mal einer an. Danny, Gewalt ist einfach. Gutes Wissen.